Heute beantworte ich eure Fragen. Ihr hattet die Möglichkeit, mir auf Instagram als auch auf YouTube mir Fragen zu stellen. Und diese Fragen beantworte ich heute in diesem Video. Also, let's go. Frankie Marino will wissen, wie lange wirst du deinen Bann noch tragen wollen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe schon ganz lange und oft gedacht, ja, ich schneide sie wieder ab. Aber ich denke mal, im nächsten Jahr ist es dann tatsächlich jetzt soweit. Undercover.bxng möchte wissen, ab wann ist es ungefähr möglich, einen Zopf zu machen? Die Übergangsphase killt ihn. Es kommt natürlich immer ganz drauf an, was für eine Ausgangssituation du hast, wenn du deine Haare lang wachsen lässt. Also das kann ich jetzt aus dem Stegreif so nicht sagen. Man sagt immer, die Haare wachsen 1 Zentimeter pro Monat. Dann kannst du ungefähr ausrechnen, wie lange es dauert, ja, bis du dir einen Man-Bun machen kannst. Davide_21, wie war die Phase, in der du deine Haare lang wachsen hast lassen? Liebe Grüße, feier dich brutal. Also die Phase, wo ich meine Haare lang wachsen lassen, die war schon schwierig, ja, weil es einfach länger gedauert, als ich persönlich gedacht habe. Und jeder da draußen, der selber seine Haare lang wachsen lässt, der weiß, es ist nicht einfach und es dauert einfach lange. Du hast einfach eine Phase, wo du einfach aussiehst wie so ein Handfeger, wie so ein Wischmopp, ja. Und gerade bei meinen Haaren, die halt sehr kraus sind, war das nicht einfach. Aber am Ende des Tages, wenn du das Ziel vor Augen hast, ja, dann weißt du ja, worauf du hinarbeitest. Und von daher kann ich nur sagen, diese Phase ist nicht leicht, ja. Also da muss man sich wirklich zusammenreißen. Aber am Ende des Tages lohnt es sich, wenn du nachher das Ergebnis siehst. Tom.ischebeck, welche Sprachen sprichst du? Deutsch, Englisch. Ich habe damals auch Französisch gelernt in der Schule, aber das ist schon Jahre her und gar nicht mehr da. Also mehr als Jim Appel Daniel kann ich da nicht mehr sagen. Also Deutsch und Englisch. Schüler.chris, Arm-Beinhaare stutzen, ja oder nein? Also es kommt immer darauf an, wie stark behaart du bist. Ja? Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe jetzt nicht so eine krasse Behaarung am Körper, im Gesicht schon und auf dem Kopf, aber am Körper eigentlich nicht so. Damals, als ich Fußball gespielt habe, habe ich meine Beine immer gestutzt, also die Beinhaare rasiert bzw. gestutzt, weil es war einfach wesentlich angenehmer, weil wenn du eine Massage bekommen hast, ist es nicht so angenehm, wenn es so an den Haaren zieht. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn du halt einen mega Busch auf den Armen und auf den Beinen hast, dann würde ich es einfach dementsprechend ein bisschen stutzen, sodass es für dich angenehmer ist. Aber das ist natürlich auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine kann es haben, der andere kann es nicht haben. Ist natürlich nachher eine ganz subjektive Entscheidung. Luis.p92, kannst du Haaröl auch bei einer Kurzhaarfrisur empfehlen? Definitiv. Also kommt natürlich darauf an, wie kurz deine Haare sind. Also wenn du jetzt so einen Buzzcut hast, dann lohnt sich das Ganze natürlich nicht. Aber wenn du halt so 3-4 Zentimeter lange Haare hast, dann würde ich das auf jeden Fall in meine Haarpflegeroutine integrieren. Weil es macht deine Haare nicht nur geschmeidiger, deine Haare riechen einfach auch nice. Und kann ich definitiv empfehlen, auch für, sagen wir so, kürzere oder mittellange Haare. _alex.r_ möchte wissen, welche Hörbücher du hörst, um dich weiterzubilden. Ja, ich habe ja letztens ein Video gemacht, wo ich gesagt habe, dass ich oft und sehr gerne Hörbücher höre. Und ja, Audible, es war kein Sponsoring oder so, aber Audible, ja, Audible ist einfach cool. Kann man nicht anders sagen, gerade wenn du im Auto sitzt und so. Das ist wirklich nice, wenn du dich währenddessen halt weiterbilden kannst. Grundsätzlich höre ich mir überwiegend Hörbücher an zur Persönlichkeitsentwicklung und zum Unternehmertum. Und ja, und wenn jetzt irgendwann mal ein Buch um die Ecke kommt, wo jemand sagt, hey, hör dir das mal an, das ist irgendwie, da kannst du komplett abschalten, dann kommt das auch mal vor. Aber ich würde jetzt mal sagen, 80% sind Persönlichkeitsentwicklung. Unternehmertum. Wenn du wissen möchtest, welche Bücher ich ganz genau lese, dann pack das einfach hier als Kommentar nochmal unter das Video. Dann mache ich dazu gerne nochmal ein explizites Video, wo ich die Bücher vorstelle, die ich aktuell lese oder auch gelesen habe. Mr. Jay White. Geiler Name. Wie bekomme ich meine Haare geschmeidig und sanft? Liebe Grüße, Smiley. Also, deine Haare bekommst du zum einen geschmeidig, wenn du zum Beispiel ein Haaröl in deine Haarpflegeroutine integrierst. Wenn du zum Beispiel nicht so viel Hitze an deine Haare dran lässt. Wenn du zum Beispiel einen guten Conditioner verwendest und nicht ganz so oft Shampoo. Und wenn du Shampoo verwendest, verwende ein gutes Shampoo. Ansonsten, ja, hin und wieder mal eine Haarmaske nehmen. Und wenn du das so befolgst, was ich gerade gesagt habe, dann bin ich mir zu 100% sicher, dann wirst du auf jeden Fall geschmeidigere Haare haben. KMR.GT_2205. Was für eine Rasse ist Elmo? Elmo ist ein Wolonka und ja, Elmo ist der Beste, kann man nicht anders sagen. Der einzige Nachteil an dieser Rasse ist, dass die Hunde nicht gut alleine bleiben können. Heißt, Elmo hat ganz doll immer Angst, alleine zu bleiben. Egal wo, egal wie, er ja, hat dann Angst und weint dann manchmal auch, wenn wir weggehen. Das ist der einzige Nachteil an der Rasse. Ansonsten ist die Rasse wundervoll und wir lieben Elmo vom ganzen Herzen über alles. Shoutout an Elmo. DBG_11.
Hab kurze Haare, aber möchte unbedingt auf deinen Style wachsen lassen. Vorschlag? Einfach wachsen lassen. Also die Frage bekomme ich ganz oft gestellt, wie soll ich denn anfangen? Wie mache ich das? Soll ich meine Haare erst abrasieren und dann lang wachsen lassen? Nein, Leute, lasst einfach wachsen. Diese Übergangsphase wird sowieso kommen, egal von welcher Ausgangssituation du deine Haare lang wachsen lässt. Also einfach wachsen lassen. Jetzt kommt die wichtigste Frage von Julian-1409. Nutella mit oder ohne Butter? Ganz klar, Nutella ohne Butter. Timmy-BLN06 möchte gerne wissen, welche Frisur zu einem Eierschädel passt. Also zu einem Eierschädel passt auf jeden Fall eine Frisur, die deinen Eierschädel nicht so eierig aussehen lässt. Ja? Das bedeutet, wenn du zum Beispiel wirklich einen mega extremen Eierschädel hast, dann würde ich versuchen, an den Seiten zum Beispiel ein bisschen Volumen reinzubekommen, dass es halt nicht so nach Ei aussieht. Oder wenn du die Möglichkeit hast und einen guten Bartwuchs hast, dann würde ich vielleicht auch ein bisschen Bart wachsen lassen und den einfach etwas stehen lassen und vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auffüllen, ja, dass es ein bisschen in die Breite geht, dass dein Eierkopf einfach nicht mehr so doll nach Ei aussieht. X-Berki-4x. Wie alt bist du? Ich bin aktuell 31 Jahre alt und werde in 2 Monaten 32 Jahre alt. Alexus2790. Wie lange wirst du deine langen Haare noch behalten? Zwinker-Smiley. Also ich habe es in der anderen Frage, glaube ich, schon beantwortet. Ich werde mir meine Haare auf jeden Fall im kommenden Jahr abschneiden. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wann genau, also ob es jetzt im März ist oder im Mai ist. Aber ich möchte mir sie halt wieder abschneiden, denn ich habe jetzt lange Haare gehabt. Also ich habe es jetzt mal ausprobiert, war echt eine coole Phase. Und ich möchte vor allen Dingen auch neue Haarstyling-Produkte entwickeln. Und dafür brauche ich halt kurze Haare. Ich möchte die Styling-Produkte, die ich entwickle oder die ich auf den Markt bringe, halt auch an mir selber testen und ausprobieren. Weil ich möchte einfach wissen, was ich da verkaufe. Und ich möchte wissen, wie gut es ist und möchte es einfach auch Step-by-Step weiterentwickeln, dass ich ein mega geiles Produkt auf den Markt bringe. Und von daher brauche ich kurze Haare und dementsprechend werden sie auf jeden Fall im kommenden Jahr abgeschnitten. xrob.max, kannst du den OneBlade immer noch empfehlen? Definitiv, ich kann den OneBlade immer noch empfehlen und ich benutze den auch immer noch. Ich weiß, dass einige Leute vielleicht sagen, okay, der OneBlade ist nicht so gut. Der hat natürlich auch Nachteile, gar keine Frage. Er hat zum Beispiel nicht so viel Power wie ein normaler Rasierer, aber nichtsdestotrotz ist der OneBlade immer noch optimal. Also es gibt für mich aktuell immer noch keinen besseren Rasierer, um seine Konturen zum Beispiel zu rasieren oder auch um die Koteletten so rumherum zu rasieren. Da gibt es einfach keinen besseren Rasierer. Also bis dato habe ich keinen anderen Rasierer gefunden, der besser ist zum Koteletten und zum Konturenrasieren. Aber klar hat der OneBlade auch Nachteile. Nichtsdestotrotz kann ich den immer noch empfehlen. Ich packe den auch in die Infobox mal rein. Aber am Ende des Tages muss auch jeder für sich selber entscheiden, welchen Rasierer er benötigt. Ja, wenn du zum Beispiel ein Vollbartträger bist, ja, dann musst du nicht zwangsweise einen OneBlade nehmen, dann kannst du auch einen anderen Rasierer nehmen. Aber ja, ich kann den immer noch empfehlen. Christian Vermillion Leon würde gerne wissen, ob du noch Empfehlungen für Haarpflegeprodukte und Bartpflegeprodukte machst. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass der Kollege Christian Familion, ich weiß nicht, wie er jetzt hieß, damit meint, dass ich, ob ich noch zukünftig Videos auf meinem YouTube-Kanal poste von Produkttests von Haarstyling-Produkten. Ja, werde ich definitiv machen. Sobald meine Haare abgeschnitten sind und sobald ich meine Haare wieder kürze, werde ich definitiv weitere Haarstyling-Produkte testen, das auf meinem YouTube-Kanal auch vorstellen und hin und wieder wird dann auch mal vielleicht ein Bartöl mit dabei sein. Also das wird definitiv der Fall sein. S.AMD-1, was wünschst du dir für nächstes Jahr? Als allererstes mal Gesundheit, ja. Ich wünsche mir auf jeden Fall Gesundheit, das ist das Allerwichtigste. Und alles andere kommt danach. Also Gesundheit für meine Family, für alle meine Freunde. Und ja, klar, dann versuche ich natürlich meine Ziele zu erreichen, die ich mir gesteckt habe. Aber erstmal geht Gesundheit über alles und alles andere kommt danach. Mike Gareis, benutzt du nach dem Haarewaschen nur mit Conditioner trotzdem danach Haaröl? Fragezeichen, Smiley. Ja, mache ich. Also wenn ich meine Haare gewaschen habe, egal ob mit Shampoo und Conditioner oder nur mit Conditioner und Wasser, ich benutze anschließend immer Haaröl. Ja, mache ich. Denn ich habe echt super trockene Haare. Aber das ist natürlich auch immer unterschiedlich von Haartyp zu Haartyp, ob du es immer brauchst oder nicht immer brauchst. Wenn du zum Beispiel sehr fettige Haare hast, dann musst du nicht jeden Tag Haaröl benutzen. Ja, dann musst du ganz doll aufpassen mit der Benutzung vom Haaröl. Also das kann man jetzt so pauschal jetzt von Mensch zu Mensch nicht sagen. Ich mache es und werde es auch weiterhin so beibehalten. S.AMD-1. Was kann ich tun, damit ich Gewicht zunehme? Habe alles versucht. Also ich bin jetzt nicht der Fitness-YouTuber, aber ich würde jetzt mal pauschal sagen, einfach essen. Versuch so viel zu essen, wie es geht. Ich bin auch derjenige, der nicht so schnell Gewicht zunimmt. Ja, also ich habe auch sehr Probleme damit, einfach Gewicht auf die Waage zu bekommen. Und ja, ich esse auch wie verrückt, aber ich nehme einfach nicht zu. Grundsätzlich glaube ich aber, dass es ganz, ganz wichtig ist, wenn du halt so ein Gainer bist wie ich, also dass du halt schwer Gewicht zunimmst, einfach wirklich ununterbrochen isst und dir einfach angewöhnst,
sehr, sehr viel zu essen, ja, und vielleicht nicht ganz so viel Cardio zu machen. Ja, dann hast du auf jeden Fall eine gute Kombination und dann wirst du sicherlich den einen oder anderen Kilo drauf bekommen. Yannick.pwk, modelst du noch? Ja, ich model noch. Ich habe diverse Agenturen, wo ich gelistet bin und ich kriege jede Woche neue Anfragen rein. Allerdings nehme ich nicht mehr ganz so viele Jobs an, aufgrund dessen, weil der Rest meines Lebens relativ viel Zeit in Anspruch nimmt und ich halt nur wirklich ausgewählte Dinge mir rauspicke, auf die ich wirklich Lust habe. Aber ja, ich mache das noch und es ist auch wirklich ein schöner Ausgleich, macht nach wie vor immer viel Spaß, vor der Kamera zu stehen. Und ja, im letzten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, waren es so roundabout so 6-7 Jobs vielleicht. Aber ja, ich mache das noch, macht mir auch immer noch nach wie vor Spaß. Und wenn ich meine Haare wieder kürzer habe, denke ich mal, dass wahrscheinlich noch mehr Jobs wieder reinkommen werden. Und ich werde es auch nach wie vor beibehalten, weil alles, was mir Spaß macht, ja, mache ich halt auch weiter. So Leute, ich hoffe, ich konnte eure Fragen bestmöglich beantworten. Und falls ihr grundsätzlich noch weitere Fragen an mich habt oder grundsätzlich möchtet, dass ich noch ein weiteres Q&A machen soll, dann schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.